Moin zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, das traditionelle, alte, nachgebaute Seefahrermesser von Gebelst hatte ich euch schon mal vorgestellt. Das Bundeswehr-Matrosenmesser ebenfalls. So, dann geht es heute mal um den Klassiker, das Ankermesser. Ja, hier haben wir ein Ankermesser von der Firma Valadeo. Ist ein schöner Handschmeichler, den habe ich schon sehr lange im Besitz. Habe ich vor ewigen Zeit mal für ein Appel und ein Ei erstanden. In langer Zeit mal wieder rausgekommen und mal wieder geputzt. Hat es mal nötig gehabt. Ja, Pflege muss sein, Leute. Wer sowas hat, der muss pflegen. Jo. Ein richtig schön alter Klassiker. Viele Firmen bauen das. Ob's Ausbau, Otter oder andere Firmen. Die Firma Linder baut auch eins. Oder hat gebaut im Fernen Osten. Viele haben es angeboten, viele haben es gebaut. Es ist ein alter Klassiker. Viele betrachten es auch als hässliches Entlein unter den Messern. Uff, ich finde es eigentlich recht ordentlich, stattlich eigentlich für die Größe. Ist ein sehr schöner, handlicher Arbeiter. Ja, natürlich mit Schiebwutklinge. Das stelle ich mal außer Frage. So, haben wir mal. Ja, Klingenlänge ohne den Ring hinten, ach, nee, Quatsch, Messerlänge gesamt 18 cm ohne den Ring. Klingenlänge 8 cm, davon 7 scharf. Ja. Auffällig hier ist die Bauform mit dem Ring unten für ein Lanyard oder ja, für ein Lanyard bzw. Seilkette, sonst was, was man gerne an den Gürtel binden möchte, falls nicht verloren gehen soll. Alte Baukonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert noch, reicht bis ins unser 21. Jahrhundert hinein. Hier am Matrosenmesser für der Bundeswehr war auch sowas. Ansonsten wird das zwischenzeitlich auch durch das standardmäßige Lanyard-Hole oder diese Bohrung durch den Griff heute teilweise abgelöst. Ja. Das Holz ist, wie es scheint, ein einfaches Palisanderholz gefärbt zu sein. Die schwarze Farbe gefiel mir, die Messingpins sind schön eingelassen, schön glatt geschliffen. Der Anker aus rostfreiem Stahl gefällt mir auch gut. Da ist nichts über, da geht nichts raus. Schön eingefasst, wunderbare Arbeit. Für ein einfaches, günstiges Taschenmesser geht voll in Ordnung. Von der Größe her zwischen dem kleinen und dem großen Ankermesser von Otter angesiedelt ungefähr. Von daher gar nicht mal so schlecht. Der Stahl der Klinge ist ein 420er Stahl, einfach und gut für Schnitt- und Zugaufgaben. Besonders wenn man dann dran arbeiten möchte, ist das wirklich eine ordentliche Angelegenheit. Kann man nicht meckern. Für Einsteiger, die sich für Ankermesser interessieren und wo das Otter einfach zu teuer ist, warum nicht? Kann man nehmen. Die Firma Baladeo, die es hat den Auftrag gegeben, beziehungsweise hat bauen lassen in Fernost, ist ja ansässig in der Nähe von Paris. Ich weiß nicht, ob sie es auch ihren Katalogen führen. Also aktuell habe ich es für neu recht wenig davon gefunden. Ich denke mal, die Produktion dieses Gerätes wird wahrscheinlich mit der Zeit auslaufen. Klingenstand mittig nach wie vor noch nach all den Jahren. Ich habe es jetzt, wie lange habe ich es jetzt im Besitz? Oh, bestimmt schon mindestens 5 Jahre. Kein Klingenspiel, auch nach 5 Jahren nicht. Die Feder hält noch einigermaßen stramm. Natürlich ist es ein Slipjoint, keine Verriegelung, nichts. 42A konform, absolut. Bei dem Messer rennt auch niemand weg, wenn er das sieht. Der sagt höchstens noch, was ist das für ein interessantes Messerchen? Oh, jetzt kommen die Fragen, fahren Sie mal zu See. Ja, das Ankermesser von Baladeo ist zwar kein Otter, ich weiß, ist ein Produkt aus Fernost, aber dafür ist es gut gemacht. Für die paar Euro, die ich damals bezahlt habe, soll auch neu nicht die Welt gekostet haben. Aber von daher ist interessant mal zu sehen. Wird heute noch im nördlichen Breitengraden Nord- und Ostsee auch teilweise bei den Schiffern oder Hafenarbeitern auch noch genutzt. Manche lassen sich von dem sogar für ihre
Ideen inspirieren. Zum Beispiel Arthur Brehm, sein Worker, hat sich ja wohl von diesem Messer auch inspirieren lassen. Naja, es ist ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, ist mal was anderes, ein Ankermesser. Verwandt natürlich auch mit den Ankermesser bzw. mit den Matrosenmesser der Binnenschiffer und Flussfahrer, dem Letton. Vielleicht kriege ich das irgendwann auch noch mal in die Finger, dann kann ich es euch auch mal zeigen und eine Geschichte schon mal erzählen und die Vergangenheit. Das wäre ja auch mal was. Geschichte ist immer gut. Messer müssen immer Geschichte haben. Also geschichtsträchtige Messer bin ich sowieso voll dafür. Ach ja, was das Ankermesser betrifft, das ist ja schon vor ein paar Jahrhunderten schon angeblich wohl von England nach Frankreich rübergeschwappt. Durch die ganzen mehreren Auseinandersetzungen auf hoher See zwischen Briten und Franzosen ist es natürlich dann rübergekommen und da haben sich die Franzosen gesagt, hey, das Ding ist doch total easy peasy, es ist total handlich, es ist brauchbar. Also können wir es auch auf unsere Zwecke verwenden und auch selber unsere eigenen Messer bauen darüber. Ja, dann gibt es auch die andere Geschichte, dass man einfach oder Schiebwucklingenform her damit dafür gesorgt hat, dass sich die Matrosen bei Auseinandersetzungen nicht verletzen und nicht großartig ein Leid zu fügen. Deswegen die abgerundete Form, auch so eine Geschichte. Naja, gibt viele Geschichten um das Ankermesser und um Schiebwucklingen. Warum nicht? Aber die Schiebwucklinge ist ja nicht nur auf hoher See beliebt gewesen, sondern auf dem Lande. Aber das an anderer Stelle nochmal mit einem anderen geschichtsträchtigen Gerät, was ich habe. So. Das Ankermesser. Der Dauerbrenner seit Jahrhunderten, bekannt seit Jahrhunderten, jeder kennt es, jeder weiß, was es ist, jeder weiß, wozu es gebraucht wird. Da brauche ich nicht viel weiter erzählen. Ja. Gut. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschö.